Moin Moin, was geht ab, Mäusen? Götz, euer FIFA-DJ hier mit der ersten Video-RTG-Folge, ja. Die anderen waren bisher ja im Stream. Ja? Ich halte euch da einmal auf dem Laufenden, welche Folge das jetzt ist. Das ist jetzt das erste Mal ein Video, was sich mit der RTG beschäftigt. Und ich sag euch schon mal vorab, dass die Aufnahme habe ich irgendwie nachts gemacht und ich habe da einfach mehrere Versprecher drin. Das sind natürlich Bronzespieler, die ihr da seht und keine Silberspieler. Punkt 1. Dann sage ich auch, glaube ich, einmal 16.000 statt 116.000. Ihr werdet das selbst sehen. Also viel Spaß mit dem Video. Ich halte euch da jetzt einfach mal auf dem Laufenden, wie es aktuell in der RTG aussieht. Jo, und dann sind wir im Verein. Ihr seht gerade, aktueller Coinstand 11.781. Aber ich musste jetzt natürlich auch investieren. Also ich habe die SBCs, die ihr gleich sehen werdet. Die habe ich abgeschlossen. Hybrid-Ligen und die Top-Partien. Da musste man natürlich auch ein bisschen was reinbuttern. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, also wie gesagt, keine Points logischerweise in dieser RTG. Ich will euch mal zeigen, wie viel wir aktuell eingenommen haben. Hoppala, Transfererlös. Freunde. So, da seht ihr schon, Stück Holz. 116.500 Coins habe ich mir jetzt seit 18.09. ertradet. Das ist aktuell Stand Freitagabend hier. Das Video kommt zwar jetzt zu einem anderen Zeitpunkt, aber aktueller Stand 16.500 Coins ertradet. Also das ist schon nicht so verkehrt. Und ich zeige euch mal, mit was wir denn so getradet haben. Grüße gehen da raus an den Abonnenten. Der hat mich auf eine Methode aufmerksam gemacht. Die kannte ich auch und die habe ich auch schon öfter genutzt, auch in den vergangenen Teilen. Aber die lief eigentlich relativ OP dieses Mal. Und zwar, ich zeige euch das mal. Nicht irritieren lassen. Ich hatte natürlich deutlich mehr jetzt an Coins schon auf dem Tacho. Aber es ist echt gut gelaufen. Also Lala also hier steht zwar LAV, aber ich habe sie umgeformt. Das ist jetzt hier wieder zurückgesprungen. Ich habe sie von RAV auf RV umgeformt oder von LAV auf LV umgeformt. Den kriegt man so für 350, 450, 500, den Johnny als LAV. Dann kauft man sich die Umformungskarte und ja, kriegt ihn dann für... Die Umformungskarte ich habe die mal so für 700 mir geholt, die Umformungskarte. Dann für 350, 400 erboten. So, ja, ich habe es immer so 1000 bis 1200 für den bezahlt, das fürs Umformen, und habe ihn dann fürs Doppelte so raufgestellt. Und wie ihr seht, ist auch meistens weggegangen. Ich habe ihn manchmal immer ein bisschen günstiger rangemacht, raufgestellt. Ja, von daher lief das. Dann habe ich einfach noch so ein paar seltene Silberspieler hier. Den habe ich so für 150 Coins erboten, den auch, einfach so seltene Silberspieler, so, die für diese erste Nationen-SBC quasi erforderlich waren. Also ich habe, ja, gut Profit gemacht damit, sage ich mal. Und ja, hatte ich jetzt noch was vergessen? Wollte ich euch jetzt noch was sagen? Nö. Das ist der aktuelle Coinstand aus der RTG. Das aktuelle Team kann ich euch nochmal zeigen. Und zwar ist das folgendes. Da haben wir hier Augustin, Onyekuru, Martins, dann hier das russische Dreieck, Golovin, Mirante, Jesus, Mendes und den hier von, wie heißt der? Kone von Lyon. Da kommt aber bald dann ein Brasiliano hin. Könnten wir auch jetzt schon hinmachen, aber mache ich jetzt noch nicht. Aber wir kommen zum Pack-Opening. Und ich gucke jetzt nochmal, ob die Aufnahme auch noch läuft. Und ich würde sagen, wir starten dann mit dem Pack-Opening. Also das sind halt jetzt Packs, ja, es sind einige Packs jetzt, die ich jetzt hier durch die SBCs gemacht habe. Ich würde sagen, wir öffnen mal das erste. Und sorry nochmal, dass ich das jetzt nur auf der Web-App mache, aber ich brauche halt die Stunden auf der Xbox. Also ich muss mir die Zeit da wirklich einteilen. Also ich hoffe, ihr seid da nachsichtig. So, da war jetzt nichts Dickes drin.
nehmen wir das nächste. Premium Gold Pack. Bin auch gespannt auf das seltene Spielerpack. Andersen ist jetzt echt nicht so geil. Auch nur Schrott wieder drin hier. Aber ist jetzt auch noch nicht das fette Pack hier. Stürmer zu MS müsste, glaube ich, was wert sein. Ne, nicht wirklich. 1000 Coins nochmal, die nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann tun wir alles zum Verein. Und dann geht's jetzt geht's an die etwas interessanteren Sets. Jane, oder wie auch immer der heißt. Okay. Lovren ist auch nicht so viel wert. Den Dixon verkaufen wir. A Dixon verkaufen wir. Was haben wir hier noch? Al-Hilal, Trikot weg. So. Hauen wir auch weg. Würde ich sagen, Premium Goldspieler, seltene Spieler, seltene Mega-Pack. Seltene Mega-Premium gemischte Spieler. Wir nehmen mal das Premium gemischte Spieler. Wir machen mal hiermit weiter. Çalhanoğlu. Auch nicht geil. Auch nicht geil. Wir brauchen endlich mal einen richtig high-rated Spieler. 87er, 86er, irgendwas Fettes. Vielleicht hier jetzt Premium Goldspieler. Mandy. Also Pack lag bisher letztes Jahr um die Zeit. Ich habe da zumindest in ein von diesen drei Hybrid Nation Ligen, aus diesen drei großen SBCs, da hatte ich zumindest immer. Also in den letzten Jahren, ich hatte immer einen richtig krassen drin. Obwohl letztes Jahr, nee, Moment. Letztes Jahr war da auch nur Martial drin. Den hatte ich dann für 30k dann noch verkauft gehabt. Also war jetzt auch nicht so krass. Aber in den vergangenen Jahren hatte ich auch schon mal, ich glaube, ich hatte sogar schon mal einen Aguero drin. Aber wir wollen nicht in der Vergangenheit schwelgen. Wir öffnen wieder. Aurier ist gut. Und Maresch. Was ist der wert? Oh, das geht halbwegs. Also wir haben die Kosten für die SBCs zumindest raus. Und zwei Premier League Spieler. Das heißt, ich kann vielleicht sogar bald auf ZOM zu MS. Geht auch fit. Ah, das war ein schönes Pack. Die verkaufen wir direkt. Richtig schönes Pack. Das hat sich mal gelohnt. Jetzt noch halbwegs was gut. So macht das Spaß. LA Galaxy gucke ich mal nach. Ist nicht wirklich was wert. Gab auch einen FIFA-Teil, da war dieses LA Galaxy Trikot, glaube ich, mal was wert. Deshalb, ich gucke da mal lieber nochmal nach. So, alles zum Verein. Machen wir weiter. Nehmen wir jetzt das seltene Megapack. Kruse ist auch nicht so geil. Astronautovic noch. Payet. Das ist auch nicht geil. Jetzt kommt aber das Pack, wo ich am himmeligsten drauf bin. Also wo ich mir jetzt gleich am meisten von erhoffe. Und zwar das seltene Spielerpack logischerweise. Ich hoffe, wir ziehen da was Gutes, ey. Ich bin auch, wenn ich auch ein bisschen müde wirke, ich bin echt ziemlich durch. Ich habe echt eine Weile dran gesessen. Ich musste halt, hab halt nicht keine Points oder so zum Beginn zur Verfügung gehabt. Ich musste halt wirklich bei null anfangen. Es ist halt echt, teilweise echt schwer. Klar, ich habe nebenbei auch schon gespielt und dann ein bisschen was durch die Spiele-Coins gekriegt. Aber ich schnack nicht lange und ich würde sagen, wir öffnen. Goretzka. Oha, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was der wert ist. Auch ein bisschen was. Okay. Sind jetzt nicht die krassen Spieler. Also es sind jetzt nicht die oberkrassen Spieler. Aber für 84er gehen die fit. Sowohl Maresch als auch Goretzka. Also ich bin nicht unzufrieden jetzt. Also wenn ich alles... Ich zeige euch jetzt auch nochmal den Verein, was wir so haben. Ich zeige euch nochmal den Verein jetzt. Also wir haben 248 Spieler aktuell.
Ich habe auch Zidane als Leica, das ist auch ganz geil. Van Dijk, also ist mir auch Wumpe. Ich werde da wohl auch die erste Weekend League mit zocken mit denen. Auch wenn es Leihspieler sind, das interessiert mich nicht. Hauptsache gutes Rating direkt in der ersten Weekend League bekommen. Also wir haben noch Koscielny, Pellegrini haben wir, Aurier, Mahrez, Goretzka. Ja, das war's dann auch schon mit richtig krassen Spielern. Und dann Jane, das sind jetzt alle nicht so viel wert. Ander Herrera, auch nicht so krass jetzt. Ja, das war's dann. Also viel besser wird's dann hier auch im Verein nicht. Also, aber zumindest Aurier wird steigen, Koscielny wird steigen, Pellegrini wird steigen, Mahrez wird steigen, Goretzka wird steigen. 40, sagen wir mal 45k, 45k sind 90k, er geht auf 25k hoch, 115, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, hier die beiden auch nochmal insgesamt vielleicht 40. Also 150k kriegen wir aus diesen Top-Spielern, sage ich mal, wenn wir sie in einer Woche oder so verkaufen, denke ich mal schon raus. Von daher bin ich jetzt nicht so unzufrieden. Ich habe jetzt noch 14k, mit denen ich weiter traden kann. Mein Team steht soweit, also ich bin jetzt mit den ersten Tagen ganz zufrieden. Klar, ich hätte jetzt auch gerne einen Spieler, so einen Son oder sowas gezogen oder so einen Pogba oder sowas. Also irgendwie einen krassen Spieler. Dann hätte man nochmal ein bisschen mehr reinhauen können, weil man die Spieler jetzt auch relativ günstig kriegt. Aber ich beschwere mich nicht. Ihr wisst jetzt, wie es aussieht nach ein paar Tagen. Und ja, ich werde sowas jetzt immer einmal die Woche machen. Natürlich sieht das nachher ein bisschen schicker aus, wenn ich es dann auch wieder nicht mehr in der Web-App mache, sondern ganz normal auf dem Konsolenmenü. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schreibt auf jeden Fall auch rein, wen ihr so gezogen habt. Das würde mich auch interessieren. Und in dem Sinne bin ich erstmal raus. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.